Das ist Wahnsinn. Und sagt hallo zu Lukas. Hallo. Der da gerade im Morgenmantel. Hey, nicht dich da machen. Warum nicht? Weil wir gerade eine Aufnahme machen. Ich suche aber gerade meine Brille. Ja, Pech gehabt, wenn du deine Brille in meinem Zimmer... Ich bin im Morgenmantel und in der Trainingshose nur an und ihr macht eine Aufnahme. What the fuck? Ich bin auf dem Internet. Ah! Oh mein Gott, das ist da drin lassen. Wo bist du? Ey, wenn es auf irgendeiner Pornoseite landet, ich bringe dich um. Oh, ey, guck mal, Junge, der tragt die auf. Als ob irgendeine Pornoseite diese auf dich. Ey, bei meinem Körper? Deinen Körper auf seiner Seite haben. Ich will doch nicht so sicher sein. Oh mein Gott. Das würde ja eher abschreckend wirken. Also, du kennst das Internet. Du kennst es doch. Ja, stimmt. Ich weiß, was dafür gescheit ist. Chrissy hat prophezeit, das Ding ist schon wieder getroppt. Das Ding ist. Ach, meine Brille! Die hattest du noch auf, wie du gestern schlafen gegangen bist. Nein, hatte ich nicht, weil sie nicht in meinem Zimmer ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du sie aufhattest. Ich bin ziemlich sicher, dass sie im Kiel sein Zimmer abgelegt hat. Warum lässt du dein Zeug überhaupt in meinem Zimmer? Ich war betrunken! Ich war betrunken! Das ist keine Ausrede. Von mir eine Ausrede ist. Ich bin verhext. Ich war betrunken. Auf dem Tisch lag sie nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, weißt du, die ist unter dem Chrissy sein Laptop. Das Aderlass-Skalpell, das ist das Richtige für dich, Chrissy. Zum Ritzen. Das ist nicht lustig. Das ist aber ein Mili-Schwert. Ich sehe 20.000 Dinge in diesem Raum, also ist da noch keine Tür dabei. Ich werde von irgendwas. Okay, ja. Das werden wir haben! Das ist ja wieder fertig. Alter, was hat der geraucht? Ich weiß nicht, aber die Hälfte davon hat gereicht. Das sind die giftigen Dämpfe, die in seinem Zimmer entstehen. Ja, wahrscheinlich. Von dem Zeug, das er da lagert. Ja, der hat ja seit einem halben Jahr nicht wirklich aufgeräumt da drin. Das letzte Mal, dass drin aufgeräumt wurde, das war da, wo Katrina und ich da drin die Flaschen auf einen Haufen geschmissen haben. Und das war nicht wirklich aufgeräumt, das war zusammengeräumt. Das war Chaosverminderung. Ja, dass man sich wenigstens bewegen konnte. Und damit das WLAN gut durchkommt. man muss erst aufräumen, wenn das WLAN behindert ist. Oh, wo ist der Mob hier? Ey, Märtyrer, komm mal her. Oh, AE-Fähigkeiten so gut es geht vermeiden. Ja. Das glaube ich, kriege ich noch gebacken. Aber nicht alle. Ja, dass das wieder daneben geht, das war irgendwie. Irgendwie muss ich die jetzt andenken, also. Ja, es ist schon egal. Solange es bloß auf einen Punkt konzentriert ist. Es kommt zurück. Nein, es läuft nur redend im Gang umher. Es führt Selbstgespräche. Los, hol das Tagebuch zur Lukas-Forschung raus. Notiz machen, Tag 25. Es führt Selbstgespräche. Wieder verhext. Der Heiler kann das ruhig mal dispellen. Dosis vermindern. Unbedingt. Wozu macht er den Spin bitte? Wozu? Na da schau an, was kommt denn hier raus? Ein Boss. Antisul. Da ist okay, es wieder. Sie ist weder in Schlafzimmern von mir noch in den Zimmern von mir. Hier muss sie das sein. Immerhin hat er sich mittlerweile angezogen. Ja. Es ist angezogen. Yes. Ja, und unser Studienobjekt halt. Seitdem du mit deinem Bademantel hier reingekommen bist, bist du ein Versuchsobjekt. Das ist Bademantel. Das ist ein perfekter Titel. Junge, der dachte die Aufnahme. Was glaubt ihr, wie viele
Und wie muss ihr kriegen? Ja. Gott. Bademantel-Session at Fischerhaus. Die Leute sind wieder aus Paris. Jetzt endlich ganz. Gott. Okay, wenn du ist, lasst. Nirvana. Vielleicht hat John aus Versehen die Dimensionsportal offen gelassen und hast es blöderweise genau da reingeschmissen. Mhm. Ich glaube, ich habe es gespürt. Nein, das war ein Bierdeckel. Oh, das war bloß ein Bierdeckel. Ja, ich weiß, mein Bierdeckel mit einer Spüle. Jetzt wirst du echt qualitativ ich einkaufen. Shit. So, wenn wir das jetzt so. Auf den Handwerk können wir verzichten. Nein, ich hab's nicht hier. Ich weiß, dass ich gestern mir überlegt habe, ob ich meine Brille in meinem Zimmer rumliegen lassen sollte. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wo ich sie genau abgelegt habe. Ja, das ist dein Problem. Beim 10. Mal war eine Sendung danach. Beim 10. Mal wird's auch nicht besser. Es wäre Licht. Wenigstens ein bisschen. Gut, ich schau weiter und die Aufnahme auf Elf ab, weil da kann ich Licht machen. Das ist eine gute Idee. Ja, definitiv. Das ist definitiv. Da ist ein schöne Handschuhe für dich. Und weh, das würfelt mir irgendjemand weg. Nein, das ist nicht der von der Server. Okay, ich geb's auf. Halt, Moment. Kannst du dich jetzt endlich mal entscheiden da hinten? Nein, das war so nach meiner Brille aufhören. Das war so eine Sette, das du mir gestern wahrscheinlich gezogen hast. Ja, er hat sein Bruder gestern eine Headshot ins Gesicht geschmettert, aber übelst. Es war lustig. Das war lustig. Es war echt heftig und das bei Monopoly spielen. Ja, Monopoly ist sehr brutal. Und da war da auf einmal dieses Headset und irgendwie habe ich schon fast sowas geahnt und BAM! Kippt ihm auf einmal ein Headset im Gesicht. War einfach zu göttlich. Zu göttlich, sage ich euch, zu göttlich. Lukas lag dann da und hat sich hin und her gerollt und sein Hirn gehalten und sein Auge. John und ich sind da gesessen und haben gegrinst. Ja. Und dann ging das Monopoly-Spiel weiter. Ich glaube, ich mache jetzt Second Skill und dann doch noch Demo. Einmal damit du reinspringen kannst und alles im Höllenfeuer verbrennen kannst. Ja. Der Feuerbrandaura. Und damit du mit dem dämonischen Sprung rumspielen kannst. Dämonischer Sprung und dann die Wache reinlaufen lassen und wirbeln. Die Wache kriegt das. Das Wache hast du ja schon, wenn du in Demo skillst noch. Ja, Wache hast du in dem Moment, in dem du Demo skillst. Nee, nicht mehr. Das war mit Kata so. Ach so. Seit MOP hast du die Demo-Form dafür schon mit Level 10. Ach so, man kriegt keine Wache mehr, oder wie? Die Wache kriegst du mit Level 46 irgendwie so. Na ja, hab ich ja jetzt. Ja, jetzt leider bin ich jetzt kein Krieger, sonst könnte ich wieder sowas richtig Tolles machen. Der Henker. Der ist tot, bis ich meinen Chaosblitz durchkrieg. Looten wir den doch mal. Unteroffizier Blei. Okay, AE-Siegel an. Alter, wird das jetzt. Das wird jetzt sowas von fucking epic. Halleluja! So langweilig, die Hälfte ist da unten geblieben. Ich habe eigentlich gedacht, dass da mehr kommen. Ja. Kommt mal ein bisschen mehr hier. Manchmal die Tap-Target-Funktion. Mhm. Kriegst die Gegner 10.000 Kilometer vor dir anvisiert, aber nicht die, die direkt vor deiner Schnauze sind. Ja, das ist schon komisch. Ich pull mal da ein bisschen. Ne? Da bin ich mal mit meinem Krieger reingesprungen.
Hab Donnerknall gezogen, dann war ich erstmal tot. Und hab immer noch am meisten Schaden gemacht. Weil die blutenden Wunden so heftig waren, dass es nicht mehr besser ging. Jo, so jetzt ist das. Ihr habt kein Ziel. Nutzkiesel. Jo. Ja! Maske des rechten Mojo. Bitte. Yes, bitches! Bist eh nach dem Heiler der Einzige, der es tragen kann. Jetzt habe ich endlich einen gescheiten Kopf hier. Und zwar noch einer, der gut zu mir passt. Gibst du den anderen trotzdem zum Morgen auf? Weiß ich noch nicht. Du hast es ja eigentlich gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob sich's lohnt. Na dann, ab zum Endboss. Danach machen wir zwar eh noch Gastriller, aber... Wenn wir schon hier sind, ne? Dann schauen wir doch mal kurz vorbei. So nebenbei. Ja. 1k DPS. Schlangen. Wieso müssen das ausgerechnet Schlangen sein? Ist das gegen Schlangen oder was? Ich hab gerade Harrison Jones zitiert. Achso. Oder Indiana Jones auch. Harrison Jones hat das aber auch mal gesagt. Das gehört ins Museum. Das gehört in ein Museum. Oder in die Halle der Forscher. Flu. Das sind schon tolle Namen. Sind synchron umgefallen und die Verzweige hat er getroppt. Diese komische Einhandaxt. Dann hier gehen wir mal Graz Gastrilla und... Ups, ich laufe die ganze Zeit gegen eine Wand und krieg's nicht mit. Du bist da so erhöht. Hallo, mein Name ist Engel. Ihr liebe Abenteuer, die mich stundenlang gegen Morgen auf. Ich komme! Achso, ist bloß einer. Ich hab ne tolle Voodoo-Maske, du dai, du dai. Ich hab ne tolle Voodoo-Maske, du dai, dai. Du dai, dai, du dai, dai. Hallo. Verwandelt. Und da war er wieder gefrogt. Und irgendjemand hat gelieft. Es war bloß der Hunter. Ja, Magro! Nee, der Hunter ist noch da. Aber der Hunter ist dann gegangen. Weißt der Monk. Ja, der Monk ist gegangen. Zum ersten Mal musste ich diesen CD ziehen. Nicht weil er cool aussah, sondern weil ich ihn gebraucht habe. Der finstere Hand ist schon was Tolles. Ja, vor allem im PvP ist der lustig. Na klar. 8 Sekunden lang nicht sterben, hallo? 8 Sekunden im PvP? 8 Sekunden im PvP, das ist... Ich krieg immer noch aufs Maul.
die muss man, da war ja noch eine Quest. Mhm. Exactly. Tiara der Tiefen. Und looten nicht vergessen. Ja, hab ich schon gemacht. Du wirst nur immer darauf hingewiesen werden. Ja, weil es oftmals passiert, dass ich es liegen lasse. Und dann wundere ich mich wieder, wieso ich mit den EP weiter hinten bin. Was ich jetzt sowieso schon wieder bin, weil du einen längeren Erholungsbonus hattest. Warum auch immer. Wieso auch immer. Ja, ich kann mir den selbst nicht erklären. Ja, schon komisch. Wir sind beide im Sturm entgestanden, oder? Ja. Ich kann mich erinnern, wie du damals den Hammer gebraucht hast, damit du den Gang aktivieren kannst. Und ich hab schon wieder Lags. Ja, ich auch. Das war, weil Gastrilla gekommen ist. Wenn Gastrilla kommt, gibt's Server-Lags. Hey. Na, Süßer? Ich glaube, das ist ein Weibchen. Na, Süße. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Außer vom Namen her. Na okay, Godzilla. War ein S. Ich fliege. Ja, habe ich gesehen. Und ich habe keinen Fallschirm bekommen, weil ich mich gut hingestellt habe, dass ich im Wasser gelandet bin. Der Bär ist voll runtergeklatscht. Voll. Pst. Yay. Ich finde es ja lustig, weil der Kopf jetzt gerade zu meinem Namen Angry Face so toll passt. Nur kurz raus und reinporten, wenn man die Schuppe gelootet hat. Ah, gerade, dass du es noch gesagt hast. Inventar ist voll. Gerade noch, dass du es gesagt hast. Und dann kurz raus. Dann der Brüller des Tages war ja dein Bruder im Bademantel bei uns im Zimmer. Seine Brille gesucht, damit er LOL Rankeds zocken kann. Ich brauche meine Brille, ich muss Rankeds zocken.